Hallo, willkommen bei Switchhacker, willkommen bei dieser neuen Ausgabe. Und die nächsten drei Folgen, also diese und die nächsten zwei Folgen, so, dreht es sich um Karamellcremes. Ich hatte jetzt schon einige andere im Programm gehabt. Wir hatten was von Starbucks gehabt, wir hatten was von Mumu, wir hatten was von. Was ist Zeug, genau. Also, wir hatten schon ein paar im Programm. Und jetzt werden wir mal in den nächsten drei Folgen, also diesen und die nächsten zwei Folgen, auch folgende Folgen. Karamellcremes testen und hier Anfang macht dieser Junge hier von Delicatino. Delicatino Dulce de Leche, eine Milch-Karamellcreme. Die stammt übrigens aus Bremen, also aus meiner Heimat hier. Und gekauft habe ich die auf so einem Wochenmarkt. Nee, war ein Weihnachtsmarkt. Stimmt, war ja Weihnachten, richtig. Noch halber? Jo, noch nächstes Jahr. So, und mehr als nur ein Brotaufstrich hier drauf. 350 Gramm, ohne Gluten, Juhu, und Magermilchpulver ist da drin, Vanille, ohne Farb- und Konservierungsstoffe. Super, Zucker natürlich auch nicht vergessen. Karamell, Leute, Karamell. So, daraus, das sieht man schon. Das ist ziemlich krass. Das ist auch ziemlich fest. Ne, seht ihr das? Wie mich totlachen, wenn ich es auch mal so rausspudelt, aber tut es nicht. Also ziemlich feste Creme. Löffel. Es hat auch gar keinen so starken Karamellaroma. Ganz sanft. Konsistenz deutlich dicker als Nutella oder sowas. Ne, bleibt auch sich locker auch am Löffel kleben. Läuft auch kaum. Also jetzt dieser Faden hier, der will auch gar nicht runter. Will nicht runter. Nein, nein. Alles schon coole Konsistenz. Das ist. Oh, muss ich aufpassen. Also ganz, ganz milde Aroma. Es riecht fast neutral, muss ich sagen. Ich hoffe mal, dass der Geschmack nicht so ist. Leute. Also, das ist ein relativ herber Karamellgeschmack. Sehr cremig, sehr cremig, sehr cremig. Süß ohne Ende. Aber halt nicht so, dass einen die Tränen in die Augen piekst, ne? Also, das ist so ein. Akzeptable Süße, würde ich mal sagen. Also wir hatten auch schon mal Karamellcreme, die waren. Also das ist so ein richtig edler Karamellgeschmack. Und das kann man nicht aufs Brot schmieren. Leute, vergiss das. Wenn ihr Kuchen backt oder so, zum Garnieren, verzieren, wenn ihr mal einen coolen Kaffee macht oder so, kann man auch noch einen Keks oben drauf schmeißen. Also das ist total geil. Hat sowas wie gezuckerter Kondensmilch, so ein bisschen davon, mit Karamellgeschmack. So in der Art ist das. Total geil. Also, oh, ganz gefährlich bei mir. Delicatino, Dulce de Leche, eine Milchkaramellcreme. Eine Milchkaramellcreme. Und finde ich ja persönlich mal ganz richtig lecker. Alle Bremer und alle die Leute, die Internet besitzen, kann ich nur echt empfehlen. Also, boah, lecker. So, ja, das war schon die erste Karamellausgabe. Spezialausgabe, nein. Also eine Kette von Karamellausgaben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit einer weiteren Karamellcreme. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal. Tschüss!